Was haben wir denn? Ja, haben wir uns das hier. Ein Trio fand ich immer so cool. Den fand ich. Haben wir eigentlich in Gallimimus eigentlich alle mal zusammen gespielt? Ich habe das, glaube ich, mal mit der Pau angefangen, oder? Tunika, Dankeschön. Tunika Akrobat. Das Giveaway machen wir gleich noch, ja? Also, wir haben den Diabloceratops gespielt, wir haben Triceratops gespielt, wir haben Parasaurolophus gespielt, wir haben Pachycephalosaurus gespielt, wir haben ein Oimaiasaurus. Haben wir einen Maiasaurus schon gespielt? Kevin! Oh ja, ein Ja. Willkommen im Club der. JAA1, ja, ihn dich. Ähnlich. Hatten wir noch nicht. Galli hatten wir schon. Okay, dann haben wir den Maiasaurus, glaube ich, noch nicht, oder? Es tut mir so very sorry, Leute. Ich hätte euch so gerne noch ein bisschen mit, begleitet mit dem Raptor. Aber der war, glaube ich, sowieso ausgewachsen, oder? Der war eben 95%, als ich noch in der Höhle war. Das heißt, der ist bestimmt ausgewachsen gewesen. Maiasaurus. Okay, cool. Ich guck mal nach einer Farbe. Oh, ich mache mal einen offen. Ein Off-Dinosaurier. Das sieht ja also ohne Schattierung. Das sieht aber eklig aus, oder? Wir bleiben bei Large. Larger-Typ ist das ein Larger. Wir können auch mal ein bisschen grünlicheren machen, oder? Haben wir auch noch nie gemacht. Schock. Gucken, kriege ich den hier vielleicht so ein bisschen? Das sieht nicht schlecht aus. Mit zwei Farben. Ja, safen wir den Quatsch mal. Nee. Nee. Das ist doof. Das ist auch ganz cool. So ein bisschen heller. So ein bisschen abgefahrener Typ hier. So, komm, den lasse ich jetzt so. Tschüss! So, bevor der. So, Maiasaurus. Ganz unverhofft zum Maiasaurus. Guck mal, like Crosby. Bist du auch gestorben? Hier sind wir fliegende Steine. Oh! Hä? What the freaky hell ist das denn? Wer ist das? Und wieso, hä? Voll neben, in mir reingespawnt. Hallo, ich bin ein kleiner Maiasaurus-Babyman. Einladung. Also, wollen wir mal gucken. Nochmal den Namen nochmal. Tox, was war nochmal dein Name? Naja, Dark Moon stimmt ja. Dark Moon. Oh, ein Raptor. Hast du ihn gehört? So. Okay. Komm, wir scharnüffeln schon mal nach so einer leckeren Ecke. Oh, hier unten ist Wasser. Okay, dann wollen wir mal. Und oh, die Raptoren kommen ziemlich nah. Oh, hier vorne ist auch direkt ein Busch. Und hier liegt ein totes Tier, auch nicht gut.
Aber ich glaube, das war aber ein Bug, oder? Den Jump, den ich da vom... Ich bin viel zu weit nach vorne geflogen. Das war nicht normal. Was haben sie denn dort gekillt? Was ist das, ein Raptor? Oder was anderes? Ja. Nee. Oh, wir können gar keinen Teabaggen machen. Irgendwo war der Busch hier vorne. Ich glaube, da vorne ist ein Busch. So, mal gucken, wo der Busch war. Da. Gerade auf. Boah, der ist so lahm, ey. Schnecke. Fei, gute Nacht. Wir werden das noch schaffen. Noch ein bisschen. Ein bisschen Meiersaurus zusammenspielen. Oh, ist aber voll die tolle Ecke. Hier gibt es so viel zu essen. Das ist ja voll schön hier. Ein Schlemmer-Dino. Schackel, guten Abend. Oh, Dark Moon. Wir laufen mal Richtung Crosby. Wer ist eigentlich noch eingeladen worden? Keiner mehr? Final Browser, die 23 steht von meinem Alter. 23. Sei wach. Es ist immer jung. Immer jung, der kann machen, was er will, der Typ. 23. Dodo. Du. Ihr könnt aber auch... Oh, wurde schon. Da, guck mal, da hinten sind sie. Guck mal. Da laufen sie den Berg runter. Seht ihr sie? Der Trike Baby und. Oh, und der hässliche Dilo ist auch dabei. Dilos müssen wieder platt gemacht werden. Forever young. Richtig. Forever young. I want to be forever young. Will das wirklich jemand? Will jemand wirklich forever young bleiben? Mal rüber, so lange, wie es denen da hinten geht. Kraxeln alle den Berg runter. Brechen sich alle gegenseitig die Knochen. Gut so. Dann bleiben sie uns fern. Ich habe übrigens so eine kleine Maus gekauft für den anderen Rechner. Kennt ihr diese Logitech? Logitech G350 heißt die, ja. Logitech oder Logitech, wie irgendjemand da draußen vielleicht haben möchte. Logitech G305. Die ist voll nett. Ist natürlich im Gegensatz. Ist im Gegensatz zu so einem Brocken hier. Guck mal, was das ein Unterschied ist. Guck mal, was das für ein Ding ist. Oh, Alter. So, schnell weiter. Bevor der. Kommt die schon? Kommt da schon was auf uns zu? Also Dodo. Okay, Dodo kommt. Aber wir müssen weiter Richtung Crosby. Dodo, wir laufen langsam. Irgendwas läuft hinter dir. Was ist das? Das ist ein Kanu. Das war so ein Kanu-Geräupse. Ihr wisst, Leute, wenn wir Fleischfresser spielen, dann dürfen nur Fleischfresser mitlaufen. Wenn ihr jetzt, wir sind ja jetzt Pflanzenfresser, dann dürft ihr nur mit Pflanzenfresser mitlaufen. Das machen wir immer so als Regel, damit das wenigstens Feind mit Feind und Freund mit Freund. Lushita, du bist jetzt, oh Gott. Du bist jetzt Fleischfresser, das ist nicht gut.
Außer natürlich, du sagst, du bist ein Kano, der Vegetarier geworden ist. Dann musst du das beweisen. Kau jetzt hier an diesem Busch und schluck es. Void? Nein. Wir machen, ich wechsle ja immer. Ich wechsle immer gerne zwischen, wenn ich einmal Fleischfresser gewesen bin oder dann gestorben bin, dann wechsle ich immer auf den Pflanzenfresser. Und dann wird das mal hin und her. Pflanzenfresser und so weiter. Und als Gruppe bleiben wir dann immer in der Rasse oder in der Klasse. Das heißt, wir sind jetzt Pflanzenfresser, dann bleiben wir auch bei Pflanzenfresser. Nächste Runde wird es dann wieder ein Fleischfresser sein. Aber ihr könnt gerne als Pflanzenfresser jetzt mitspielen. Und wenn wir dann alle dann irgendwann doch tot sind, dann können wir ein Kano-Vegetariosaurus, genau. Ein Gemüsedino. Oder ein Brokkoli-Dino. Kano-Vegetariosaurus. So für die. Ich glaube, die Welt ist, glaube ich, glücklich da draußen, dass ich nie irgendwo ein Dino-Skelett gefunden habe. Das habe ich mir schon öfters so überlegt. Wenn ich so ein Dino-Skelett gefunden hätte und ich das dann benennen hätte dürfen, boah, ich weiß nicht. Ich würde dann so keine Ahnung. Klaus Hubert, der 33. oder sowas, Dinosaurier nennen würde ich den oder so. Oder so Franz Josef. Franz Josef Dinosaurus. Sowas würde ich dir in die Dinos benennen. So und nicht anders. Ivi, ich lasse dich ein. Galaxy, guten Abend. Hallo Firefox Galaxy. Tankt aber ziemlich schnell, ne? Finde ich sehr cool. Schleckolopus. Lofus, das ist auch nicht schlecht. Dingsbumsosaurus, sowas würde ich dann nennen. Die Welt würde dann wäre dann, ich glaube, der Lieblingsdino der ganzen Kinder, nicht der Giganotto oder der T-Rex, dann würden die alle sagen, Mama, Papa, kaufst du mir ein Dingsbumsosaurus? Oh, ist hier jemand gestorben? Crosby? Bist gerade gestorben, ne? Oh, die sind direkt neben uns. Tunika, wie muss man sich das Spiel vorstellen? Ganz einfach. Ist ganz einfach. Das ist eigentlich ein Dinosaurier-Simulator. Du spawnst als ausgewählter Dino. Kannst ein Fleischfresser oder Pflanzenfresser spielen. Und dann geht es darum, zu überleben. Zu überleben, das heißt essen, trinken, überleben, weil die anderen Mitspieler, die auf dem Server sind, nicht alle freundlich sind, sondern auch, wie sie jetzt, Pflanzenfresser, das heißt, die Fleischfresser würden uns an den Kragen gehen und wollen uns dann lecker schmausen. Also, essen und trinken ist, sagen wir mal, das kleinste Übel. Manchmal kriegt man das auch nicht hin, weil man kriegt nicht überall was zu essen und man kriegt nicht überall was zu trinken. Das heißt, man wandert und versucht dann von einer Pfütze zur nächsten Pfütze zu laufen, zu einem Busch zum nächsten Busch oder als Pflanzenfresser dann eben, das, was man so gerade zwischen die Kiemen bekommt. Und
Das Problem wird dann sein, du triffst irgendwann auch auf andere Spieler und alle Spieler sind nicht immer freundlich. Oh, da bist guten Abend. Ah, du bist nicht da. Du bist auf dem falschen Server und du heißt anders. Ich habe kein taubes. Ein Dino-Survival-Game, genau. Aber hier wird ja nichts gebaut oder sowas. Das ist einfach wirklich nur Überlebung. Überlebungssimulator. Ah, der DJ ist hinter uns. Okay. Eevee, habe ich dich eigentlich jetzt eingeladen? Crosby ist da unten. Ich krieg dich irgendwie nicht eingeladen, ne? Eevee, kann das sein? Du musst einfach mal F2 drücken. Crosby. Rüd ist da ganz hinten. Taubes. Wir gehen mal Richtung Crosby. Mal gucken, wie weit der weg ist vor uns. Von uns. Es wird wieder dunkel. Ich hasse das. Schnüffeln wir mal direkt mal wieder zum nächsten. Wir müssen einen See finden oder einen Fluss oder sonst irgendwas. Und was zu essen. Exes, guten Abend. So, da gibt es nämlich diese Schnüffel-Animationen und dann kann man. Schnüffel, da oben war ein Busch. Hier ist noch ein Busch, aber weit und breit nichts zu trinken. Ich gehe erstmal ganz kurz was zu essen. Da hinten ist Wasser, da hinten links. Und hier, hört doch, hier unten Wasser. Hier unten gibt es noch mehr Wasser. Ach, hier, guck mal, hier gibt es auch genug Wasser. Genug Wasser. Schlürf, schlürf. Schneewittchen, guten Abend. Man kriegt hier keine Knarre, nein. Aber einen an der Schüssel hat man hier. Irgendwo hier unten war ein Busch am Fluss. Den will ich naschen. Für das Dunkel, ich hasse Dunkel. Buschi, Buschi, Busch. Boah, es wird auch wieder dunkel. Mann, so schnell auch noch. Kann man den essen? Nein. Kann man dich essen? Nö. Welchen Busch kann man denn hier futtern? Wenn wir schnüffeln. Wo sind die Büsche, die man essen kann? Auch doch hier oben. Verdammt. Nein, die fressen mir den Busch weg. Die leuchten dann immer für euch. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie immer so leuchten. Die ist gleich weg. Gucken, wo ist denn überhaupt Norden? Norden ist da in die Ecke. Ich weiß nicht, was du meinst, Schneewittchen. Weil, ich mache mal ganz das Nachtsicht an. Wir gehen den Fluss abwärts, Leute. Dabei ist das auch noch so schön hier, man sieht nichts. Wir können aber auch hier bleiben, Leute. Wir können uns hier oben auf diese Position so ein bisschen. Kommt man hier hoch? Ja, guck mal, hier kommt nicht hier hoch. Man könnte sich hier oben einen kleinen Outpost machen. Hier so. Man sieht nichts mehr. Oder sollen wir weiterlaufen? Ansonsten machen wir hier eine Pause. Ein großer Brand, okay. Krillen, wo? In welcher Ecke? Bei euch? Eiskalt Tee, guten Abend. Einen schönen guten Abend. Achso, alle, die dem Kanal übrigens folgen kostet nichts, ne? Die können am Giveaway mitmachen. Giveaway für den Steam Key. Könnt ihr gerne noch mitmachen, bevor ich das jetzt gleich raushaue.
Wenn ihr dem Kanal folgt, dann einfach Hashtag Dextro23 eingeben. Dann, hier kommt noch ein bisschen Sonne, glaube ich, ne? Kommt gerade noch ein bisschen Sonne. Guck mal, die Sonnenstrahlen noch mal beleuchtet. Die letzten Sonnenstrahlen. Und es ist jetzt dunkel. 3, 2, 1. Düster. Ah, bei uns, Grüne, bei uns brennt es auch ziemlich oft, weil bei uns ist ja wirklich furztrocken. Ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten es nicht mehr regnet. Ich glaube, seit... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der letzte Regen war im Januar oder sowas. Und, oh. Hallo, du. Noch einer. Hallo, du. Ausgewachsene. Hallo, du's. Kennen wir die? Ach so. Ihr seid ja schon ausgewachsen. Guck's dir an. Und wenn es dann bei uns sofort trocken ist und irgendjemand, es reicht auch, wenn irgendeine Glasflasche rausgeschmissen wird, bei der Bullenhitze, die wir hier haben, dann reflektiert das irgendwo auf dem Boden und dann geht kratzfatz wieder irgendein Brand los. Heute auf der Autobahn habe ich mal wieder einen großen Brand. Man sieht übrigens große Felder, immer alle abgebrannt. Und bei uns immer an der Autobahn, am Autobahnrand, gibt es sehr, sehr viele Brände. Giveaway Hashtag ist echt Hashtag Dextro23. Orthet, Dankeschön. Orthet, du kannst, hast ja gerade gefolgt. Dann schreib doch mal Hashtag 23. Hashtag Dextro23. Dann kannst du beim Giveaway mitmachen. Bei der Verlosung. Ziffer, du bist nur noch Zuschauer. Hast du deinen T-Rex eingepackt? Die ganze Nacht hier natürlich zu sitzen ist auch doof, ne? Wir haben erst 19 Uhr und guck mal, wie dunkel es ist. Wenn ich jetzt die Nachtsicht wegmache, sieht das so aus. Wenn ich mich drehe, ist es, es gibt noch was zu sehen. Aber nicht wirklich viel. Sephiroth, wie lange warst du denn heute on mit deinem T-Rex? Ich finde das mit meinem neuen Stuhl, die hatte so Lehnen, die kann man mit so einem Schiebler immer hoch und runter, links und rechts drehen. Das war die Spielerei. Ich mache das die ganze Zeit hier im Stream. Fummel ich mir an der Lehne rum. Ich habe mir übrigens extra harte Lehnen gekauft, ohne Stoff, weil der andere Stuhl von Diablo Chair, der hat ja das Problem gehabt, der ist immer unter den Stuhl, unter den Schreibtisch geschraubt. Und da ist mir immer genau bei der Lehne das ganze Kunstleder abgegangen. Seit 11 Uhr. Wow. Okay. Ja. Bisschen was zusammen mit der Serfie unterwegs, ne? Halef, mein Lieber. Einen schönen guten Abend und danke für deinen Raid. Und ich will hoffen, du hast tolle Runden gehabt bei Hand. Komm, Leute, wir ziehen. Ich glaube, wir ziehen mal ein bisschen weiter. Sonst wird das irgendwann zu langweilig und wir verhungern hier oben noch. Zockermecker, guten Abend. Schön, dass ihr beim Halef alle geblieben seid. Tu mal Hallöchen. Ja, Noble Chair ist ein anderes Sitzgefühl.
Ich sage aber natürlich nicht, dass der Diablo Chair nicht gut war vom Sitzgefühl her. Ich fand den auch sehr gut. Es sind zwei verschiedene Art von Stühlen. Der hat zwar ein bisschen mehr gekostet hier, der. Aber jetzt nicht unbedingt viel, viel mehr. Vielleicht ein Huni oder sowas. Es geht noch. Ich habe mir jetzt aber auch so ein bisschen härteren Stuhl ausgewählt. Der andere, den ich hatte von Diablo Chair, den habe ich ja gesponsert bekommen von Diablo Chair selber. Der war sehr weich. Hendrik, Dankeschön. Nimmo. Ah, World of Warships, okay. Bei uns, ja. Mein Raptor ist gerade eben an meiner eigenen, kann man sagen, eigenen Doofheit? Oder ist das ein Bug gewesen? Also ich kann mich selber nicht daran erinnern, dass ich so einen riesen Jump gemacht habe. Ich bin ja nicht mal gesprungen. Und bei mir bin ich plötzlich von der Klippe runtergejumpt wie so ein Verrückter. Und dann habe ich mir einfach alles gebrochen und war instant tot. Da oben gibt es einen Busch. Den stibitze ich mir schnell. Ach nö, ich hätte es noch weiter versucht. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht so viel Schaden erhalten. Aber der Sprung, oder dieser Schubs, das war ganz komisch. Mein Charakter, mein Dinosaurier ist ungewollt umgefallen. Er hatte keine Lust mehr. Mein schöner kleiner Raptor. Guck, wie lange brauche ich eigentlich mit dem Grown 72%. Wow, der hat ja eine Stufe nur. Oder eben als Baby 2. Suizid. Ja, ich komme aus dem Suizid-Squad. Da macht man sowas. Da bringt man seine Dinosaurier eben um die Ecke. Ja, Missy war aber ganz komisch. Ich bin gar nicht so angelaufen. Der ist... Ich bin aber vorher beim ersten Springen in den Berg reingebackt. Ich war komplett unter dem Boden drin. Also ein gutes Versteck. Und den Sprung wollte ich nochmal wagen. Nochmal in das Backloch rein. Und dann beim zweiten Sprung bin ich irgendwie komplett nach vorne katapultiert worden. Und dann war ich weg. Und tot. Wir warten mal auf die andere. So, komm her, gute Nacht. Die hat einen Furzantrieb gehabt und zack, losgedüst. So, ich hau mal ganz kurz das Giveaway raus, Leute. Das zweite Giveaway für heute geht an 3, 2, 1, an Crosby. Der läuft sogar mit mir mit. Da hinten läuft er. Feiert den lieben Crosby. Da läuft er. Da steht er hinter mir. Liegt er. Ja, GG und GW und so ein Quark.
Das war eben Giveaway 1 bis 80 war es gewesen, ne? Dann ist es jetzt von 1 bis 79. Also Crosby, haut ja, hau raus. Eine Nummer. Oh. Wo war er gewesen? Wo ist er? Jetzt kommen noch Raptoren. Die 11. Ich versuche es mal. Vielleicht werden wir ja nicht gefressen. Die 11. 11, 11, 11 ist das Gambit. Sagt mir auch nichts. Das Gambit. Schickst du zu? Du kennst das Spielchen hier. Ihr weißt ja, wie es geht. So. Hat jemand was gebissen? Nee, ne? Crosby. Okay. Raus damit. So. Wir wandern einfach mal weiter. Wenn ihr irgendwelche Spiele nicht kennt, einfach Krillin fragen. Krillin weiß alles. Krillin hat Steam erfunden. Oh ja, jetzt beißt er zu. Fieser kleiner Scheiße. Erst bei uns liegen und dann zack ein. Los, flüchtet. Flüchtet, ihr Babys. Flüchtet. In den Busch. Oh, hier ist was zu essen. Das sind zwei. Einer lieb ist, einer nicht. Okay. Oh, der killt echt. Nein. Die Flüchte. Verteilt euch, Leute. Verteilt euch. Werd gejagt. Wer ist gestorben? Ivy, warst du das, ne? Ivy oder Rüd? Taubis. Ah, ich muss das noch wegschreiben. Crosby, habe ich das schon geschrieben? Ja, habe ich schon. Es ist schon raus. So. Nee, Rüd ist noch am Leben. Taubis ist doch tot. Tox ist auch tot. Ah, wir hoffen, dass wir das überleben. Euch nicht. Alle tot heißt Crosby, die Dinos sind gestorben.
Oder seid ihr alle gestorben? Ich bleibe so lange hier, bis die Raptoren vorbei sind. Sowieso, wie vor haben wir? Wir haben 0 Uhr 0.0.0. Das heißt, wir haben noch lange vor uns. Ivi. Ich hoffe, dass sie jetzt nichts suchen. Die warten bestimmt. Die liegen bestimmt auf der Lauer dort irgendwo. Ich gehe jetzt auch gleich wieder weiter. Aber in der... Hier ist was in der Nähe, Leute. Irgendwas läuft hier in der Nähe bei mir, hinter mir herum. Oh, habt ihr das gehört? Wenn, nochmal für die Leute, die das Spiel nicht so gut kennen oder gar nicht. Jetzt ist gerade dieses komische Geräusch gewesen. Das ist ein NPC... Tier, was spawnt, wenn in der Nähe ein Dinosaurier, ein fleischfressender Dinosaurier Hunger hat. Wenn der Balken bei ihm, ich glaube, unter der Hälfte ist, dann spawnen die, damit ihr was zu essen bekommt. Das heißt, der Fleischfresser ist noch hier. Ja, vor mir. Haben wir Dilo in der Rex in der Höhle? Haben wir den Dilo in der Höhle gebissen? Nein. Ich glaube, wir haben dich nicht gebissen, soweit ich weiß. Als der Rex kam, haben wir die Düse gemacht. Crosby, dann mach dich auf den Acker. Beweg dich. Die Raptors sind ziemlich nah. Die sind super, super nah, die Raptoren. Die sind hier direkt hier vorne bei Dark Moon oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wo. In die Richtung Dark Moon. Die Fleischfresser warten auf uns. Ich versuche mal einfach mal weiterzugehen. Dilos können ja sehr, sehr gut sehen. In der Nacht. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ich will ein bisschen weg hier von dem Gebiet. Der kommt nicht an diesen blöden Bäumen vorbei. Ganze Gebrüll die ganze Zeit. Dodo, ich laufe mal in deine Richtung. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gejagt werde. Vielleicht überlege ich das hier noch. Wir müssen sowieso hier weg. Also, auf den Tag zu warten, ist nicht so schlau, weil was ich sehe, kann der auch sehen. Dann lieber bei Nacht weiter, auch wenn der die bessere Sicht hat. Machen wir schon. Ich glaube, ich bin komplett außer Gefahr, Leute. Hoffe ich mal. Könnte auch sein, dass irgendjemand hinter mir her gerade rumläuft und wartet einfach nur so zum Spaß.
dass er mich fressen kann. Gucken, wie es aussieht. Schön schwarz. Stimmt. Ich könnte auch mal schnüffeln. Wäre auch mal eine Idee. Ein Busch weit und breit. Oh, hier oben bei mir. Komm schon. Ich muss was essen. So, machen wir uns wenigstens den Magen kurz voll. Und dann gehen wir weiter Richtung Wasser irgendwo. Trinken wir sie auch, genau. Sonnenschein, gut Nächtle. Sonnenschein, tu schon mal das Bett aufwärmen. Ich komme jetzt auch gleich. Der Gedeck geht mich jetzt auch gleich pennen. Da hinten ist Wasser, ganz da hinten. Wäre auch ein guter Weg. Huch. Ich war doch gerade in der Richtung Dodo, oder? Ist Dodo bist du gestorben? Was ist hier unten noch? Ah, so weit weg. Ich gehe lieber in diese Richtung. Leute, ich gehe hier Richtung, weiß der Teufel, Nord, Nordost. Richtung die Pfütze hier. Ah, Pfützen! Da gehe ich kurz hin. Meiersaurus habe ich noch nicht gespielt. Das wundert mich total. Das wundert mich echt. Mono, du musst noch. Willst du jetzt noch Essen kochen oder Essen bestellen oder was? Essen warm machen. 5 Minuten Tarine. Huch, das war was Großes. Nee, doch nicht. Mal gucken, wo in welche Richtung ich weitergehen muss. Mona, gute Nacht. Irgendwo in diese Richtung muss ich noch weiter. Da. Okay, ich glaube, wir haben die Gefahrenzone verlassen. Von den anderen Viechern. Um diese Uhrzeit noch kochen und dann essen, dann geht man aber noch nicht schlafen, oder? Dann bist du doch noch irgendwie ein paar Stunden wach. Irgendwann muss sie ja noch verdauen. Ich glaube, wir haben hier unten auch Gesellschaft am Wasser. Aber ich muss das trinken. Koste es, was es wolle. Wo war es nochmal? Na? Oh, hier. Verdauen geht wunderbar im Schlaf. Okay, eiskalt. Hier war jemand gewesen. Seht ihr die Spuren? Die Spuren, die angezeigt werden. Hier sind irgendwas vorbeigelaufen. Ich weiß es nicht was. Ist mir jetzt auch egal. Wir müssen was trinken.
Das Fresko. Okay, Magen voll, alles voll. Wir sollten uns, glaube ich, hier ein bisschen wieder zurückziehen. Ihr Lieben, ich mache nämlich jetzt Schluss für heute. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr möchtet, dass wir noch irgendjemanden raiden wollen, sollen, dann sucht mal einen kleinen Streamer aus. Dann raiden wir den nochmal. Ich setze mich nämlich jetzt hier hin. Was sagt das Öhrchen? Noch dauert's. Also bitte einen ganz, 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 ganz kleinen Streamer. Umso kleiner, umso schöner ist es. Egal welches Spiel, was ihr meint. Dann gucken wir nochmal vorbei. Aber war mal wieder schön, endlich mal wieder ein bisschen The Isle zu spielen. Ich würde gerne auch mal wieder ein paar andere Games, Dinosaurier-Games natürlich,